Scheiße. Polo to the float out. You already know though. It's Adamville for real. You see a hoe, just take a photo. I'm repping as on photo with a fofo on your brodo. Cause that dodo thought that he could rob a player for some dodo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten das Video heute in meinem Subaru, wie ihr seht. Ja, heute gibt es ein paar Fakten und Antworten zu euren Fragen. Ich nutze den Tag und den Fakt, dass ich heute im Subaru sitze, um noch eine Sache davor zu erledigen. Die ist mir enorm wichtig. Das wollte ich schon machen, seit ich das Auto gekauft habe. Vor knapp einem Jahr war das jetzt. Wie ihr alle wisst, dieses Auto hat das Lenkrad auf der rechten Seite. Das erschwert das Leben in diversen Situationen enorm. Wir reden hier von Tickets, an der Tiefgarage ziehen, beim McDrive den Kaffee entgegennehmen. Und ja, genau vor dieser Herausforderung stehe ich mal wieder. Ich hätte gern einen Kaffee und fahre jetzt natürlich durch den McDrive, denn ich bin einfach viel zu faul, auszusteigen und reinzugehen. Ihr fragt euch sicher, ja Marvin, wie machst du das denn, dass du hier ohne Probleme, ohne zu verschütten, deinen Kaffee beim McDrive kriegst? Ja, eigentlich gibt es da nur eine sinnvolle Erklärung und eine sinnvolle Lösung. Wir fahren rückwärts rein. Hallo, ich hätte gern einen Latte Macchiato zum Mitnehmen, bitte. Das alles? Ja. Fahren Sie bitte vor, danke. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute so komisch gucken. Danke sehr. Danke auch. Schönen Tag noch. Ciao. Genau null Fax hat er gegeben. Finde ich geil. Lässt sich nicht stressen, so ein Typ. Kaffee ist am Start. Weiter geht's. So, ich mache jetzt hier kurz einen Zwischenstopp an diesem Parkplatz. Ich bin gerade unterwegs, treffe mich gleich mit ein paar Freunden. Ich dachte, ich nutze jetzt kurz noch die Zeit hier, um auf ein paar Fragen einzugehen, um dieses Fragen-Antworten-Video zu drehen, von dem ich euch, ich glaube, vor 2 Wochen mal erzählt habe, dass ich das machen würde für euch. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich hole mein Handy raus, da stehen die Fragen von euch und dann geht's los. Gott sei Dank hat mein Auto eine Klimaanlage. Nicht. So, es geht los mit, jetzt geht's los, mit der ersten Frage und ich glaube, das ist so die Frage, mit der man gut anfangen kann, so eine ganz grundlegende Frage. Wer oder was ist überhaupt LB Garage? LB Garage ist entstanden vor knapp 3 Jahren. Ich habe mir vorgenommen, als absoluter Laie, meinen Traum von einem alten Auto oder diversen Autos, von denen ich geträumt habe, wollte ich mir einfach irgendwann mal erfüllen können. Und ja, ich dachte, jetzt fange ich einfach mal an, denn sonst komme ich nie dazu, solche Autos zu fahren. Denn solche Autos bauen lassen ist enorm teuer und das kann sich ein Mensch in meinem Alter einfach nicht leisten. Und deswegen habe ich angefangen, das selber zu machen. LB Garage heißt Low Busted Garage, habe ich damals so genannt, denn ich wollte schon immer meine Autos möglichst tief haben. Und ja, wurde gleich am Anfang mal von der Polizei gebustet und so ist quasi Low Busted Garage entstanden. Das ist die erste Antwort. Weiter geht's zur nächsten Frage. Was arbeitest du? Ich arbeite als Projektleiter in einer Eventagentur in der Schweiz. Ja, wir organisieren und planen viel im Bereich Eventtechnologie und ja, das ist so das Ding, mit dem ich quasi zurzeit beschäftigt bin, wenn ich nicht gerade im Auto bin. Nächste Frage. Woher kommst du? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es viel Verwirrung wegen meinem Rosenheimer Kennzeichen. Ich komme, also ich wohne bei Konstanz am Bodensee. Die Rosenheimer Kennzeichen kommen so, denn wie ich gerade erwähnt habe, ich arbeite für eine Schweizer Eventagentur und habe mir deshalb vor knapp einem Jahr eine Wohnung direkt an der Schweizer Grenze gemietet, um quasi den Arbeitsweg nicht so weit zu haben. Dies ist jedoch nur mein Zweitwohnsitz. Mein Hauptwohnsitz und deswegen auch die Kennzeichen ist nach wie vor in Bayern. Dort habe ich früher jahrelang gewohnt. 90% meiner Zeit lebe ich durch meine Arbeit und auch durch die Autos und die Garage, die ich dort habe, am Bodensee.
Vielleicht sieht man mich ab und zu auch mal in Rosenheim. Ich bin schon regelmäßig dort, aber wie gesagt, 90% meiner Zeit bin ich auf jeden Fall hier am Bodensee. Next one! Wann schläfst du eigentlich mal? Die fand ich ganz lustig, haben mir schon ein paar Leute geschrieben. Nachts, für gewöhnlich. Nicht lang, nicht viel, aber nachts. Ab und zu auch mal in der Garage ein Stündchen, Powernap und so, wisst Bescheid. Zurzeit komme ich nicht sehr viel zum Schlafen. Das liegt einfach daran, dass ich enormen Tatendrang habe, seit einigen Monaten. Und ja, das lebe ich halt aus. Was hat es mit dem zweiten Käfer auf sich? Was passiert dort? Ihr mögt euch erinnern, ich habe vor circa einem Monat einen 68er Käfer gekauft. Mega spontan, es war einfach ein guter Preis und ich habe zugeschlagen. Der steht seitdem leider immer noch vor meiner Tür. Natürlich schön unter der Plane, trocken. Aber er steht vor meiner Tür daheim in meiner Wohnung, bei meiner Wohnung in der Schweiz, weil ich ihn immer noch importieren muss. Ja? Es ist ein Schweizer Fahrzeug, er muss über den Zoll und das geht nur unter der Woche. Ich habe alle Papiere parat, es ist alles vorbereitet, aber ich habe bis jetzt einfach unter der Woche entweder immer arbeiten müssen oder war unterwegs auf einem Roadtrip oder auf Autotreffen oder sonst wo. Und deswegen hoffe ich, dass ich nächste Woche einen Tag frei nehmen kann, um dann den Wagen nach Deutschland rüber zu bringen. Dann steht er bei mir in der Garage und dann schauen wir uns zusammen an und reden darüber, was mit diesem Auto passieren wird. Nächste Frage, was passiert mit deinem Subaru? Ja, es gab ein bisschen einen Aufruhr schon. Ich habe ihn letzte Woche zum Verkauf ausgeschrieben. Haben ein paar mitbekommen, haben mir auch viele geschrieben und deswegen gehe ich jetzt hier auch kurz auf das Thema ein. Ja, der Subaru sollte jetzt gestartet werden als Projekt, hatte ich angekündigt. Aber ja, er ist jetzt auch zu verkaufen. Ja, wie soll ich sagen? Ich träume von vielen Autos, kann jedoch nicht alle Autos haben, auf einmal zumindest. Es haben sich ein paar Sachen ergeben. Und ich habe die Chance, mir Träume zu erfüllen, von denen ich schon lange träume. Und diesen Schritt möchte ich gern gehen. Ich kann keine 7 Autos haben. Wer fährt 7 Autos? Wer finanziert sich 7 Autos? Das geht einfach nicht. Dieser Wagen ist der einzige Wagen, den ich, auch wenn es enorm wehtut, irgendwie hergeben könnte wahrscheinlich. Und deswegen ist er inseriert. Ich habe mir den Traum von einem japanischen, total pubertären, fast spoilerten Sportwagen erfüllt. Hatte viel Spaß ein Jahr lang damit, aber wie gesagt, ich habe noch viel mehr Autos, von denen ich träume und ich versuche mir so Schritt für Schritt all diese Träume zu erfüllen. Nicht jedes davon werde ich behalten können, aber einige, siehe Käfer, siehe mein Motorrad, das sind so Sachen, die werde ich wohl mit ins Grab nehmen, wie man so schön sagt. Aber dieses Auto steht zum Verkauf, ja, das stimmt. Eine Frage noch, was passiert mit dem kaputten 1800er Motor? Die schon lange im Kanal dabei sind, wissen, ich habe einen 1800 Kubik Motor noch daheim liegen, der leider kaputt gegangen ist. Den wollen wir herrichten und gegebenenfalls dann in den neuen Käfer einbauen. Dazu gehe ich aber auch mehr drauf ein, wenn ich den neuen Käfer endlich bei mir in der Garage habe und wir genauer über dieses Auto reden können. Wow, was ein Zeitsprung. Plötzlich war der Akku leer. Tja, ich bin dann weitergefahren und jetzt bin ich in der Garage angekommen. Ist schon der nächste Tag. Ich habe noch nicht alle Fragen ganz beantwortet. Da mache ich jetzt weiter, während ich hier am Käfer schraube. Kurz zur Info, ich bin mal wieder an der Hinterachse dran, weil ich habe ja erzählt, dass ich eine neue Lösung suche fürs Airride hinten. Ich habe da ja mal sowas gebaut. Wie ihr seht, es ist wieder draußen, weil ich einfach nicht zufrieden war. Ich habe eine komplett neue Lösung angeboten bekommen von einem guten Kollegen. Werde auch nicht zu viel davon erzählen, weil es alles noch recht offen ist. Aber wenn das klappt, dann könnt ihr euch auf ein ziemlich geiles Video freuen. Es wird dann fette News geben, was das Airride angeht. Aber wie gesagt, das ist alles noch offen. Ich möchte am Wochenende auf ein Treffen fahren, deswegen habe ich die Hinterachse gerade nochmal zerlegt. Habe nochmal andere Hülsen und andere Unterlagscheiben anfertigen lassen vom mega geilen Christoph mal wieder. Vielen, vielen Dank, Alter. Hier, die sind selber gedreht quasi mit diesem Versatz, dass ich quasi, wenn ich die auf den Dämpfer schiebe, dass es genau hier reinpasst und den Dämpfer quasi noch ein bisschen unterstützt. Aber ich gehe nicht so weit auf die Konstruktion ein, denn wie gesagt, das ist nur temporär. Das wird mir auf jeden Fall helfen, noch aufs Treffen zu kommen, denke ich. Das unterstützt nochmal ein bisschen den Dämpfer, dass er mir irgendwie ein bisschen entlastet wird. Aber wie gesagt, aufs System gehe ich drauf ein, wenn ich was komplett Neues habe, weil das fliegt raus, habe ich ja schon erwähnt. Zurück zum Fragevideo. Ich baue euch mal kurz da drüben auf, dann kann ich nebenbei noch ein bisschen weitermachen und die letzten 2-3 Fragen beantworten. Und dann schauen wir mal, weil ich heute Abend noch hier komme. Es ist jetzt 22:30 Uhr, Mittwochabend. Mit einem gemütlichen Abend in der Garage. Weiter geht's. So, die erste Frage, auf die ich eingehe, ist, warum hast du nicht auf kleine Rückleuchten umgebaut? Ja, ich habe die originalen Mexikaner-Rückleuchten dran gelassen. Das liegt einfach daran, dass ich den Käfer von außen so lassen wollte, wie er gehört. Also man darf ihm ansehen, dass es ein junges Modell ist. Die jungen Modelle haben es mir irgendwie angetan. Klar, ich stehe auch auf die 60er-Jahre-Käfer mit den liegenden Scheinwerfern, den kleinen Rückleuchten, lange Haube, mega schön alles, ja. Aber
wenn ich so einen will, dann kaufe ich mir so einen und baue nicht einen Mexikaner so um. Heißt nicht, dass ich keine kleinen Rückleuchten mag, es ist einfach nur bei diesem Auto gehören sie hin und deswegen bleiben sie auch. Nächste Frage ist, wie kannst du dir deine Projekte alle leisten? Ja, also ich hatte ja erwähnt, was ich arbeite, heißt ich bin Vollzeit berufstätig, arbeite auch sehr viel. Ja, ich weiß, das behauptet jeder von sich, aber es ist nun mal so, ich mache enorm viel, verdiene halt mein Geld und investiere es einfach in Sachen, die mich glücklich machen und das sind Autos. Ich meine, ihr seht mich halt nie in teuren Clubs oder teures Essen in fancy Restaurants zu mir nehmen. Ich habe Prioritäten gesetzt und mit den Mitteln, die ich habe, versuche ich das hier umzusetzen. Jeder muss selber für sich entscheiden, ob er lieber 2 Wochen in Teneriffa bucht oder die Kiste hier mit seinen Kumpels am Wochenende neu lackiert. So als Beispiel. Wie viel hast du an Kohle in den Käfer verballert und kannst du dir eine Freundin noch leisten? Also, ich hatte mal ein Video gemacht, wie viel der Käfer gekostet hat bis zu diesem Zeitpunkt. Das war vor der Lackierung, vor dem Airride, eigentlich so ziemlich vor dem kompletten Umbau, den wir jetzt über den Winter gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo wir da rausgekommen sind, so knapp unter 7.000 mit Einkauf. Knapp unter 10 stecken jetzt in der Kiste drin, ohne Arbeit natürlich. Und ja, viel Geld für das Auto, ja, aber wie ich schon gesagt habe, das muss jeder selber für sich entscheiden, was er an Prioritäten hat im Leben. Und ja, jeder Euro hier war besser investiert, wie in irgendeinen anderen Mist, den eh kein Mensch braucht, für mich zumindest. So, die letzte Frage, auf die ich noch eingehen möchte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das alles zu filmen, beziehungsweise diesen YouTube-Kanal zu machen und El Bigarage irgendwie so zu dokumentieren, wie ich es eben jetzt dokumentiere. Es gab nicht den Moment, wo ich aufgestanden bin und gesagt habe, boah, heute starte ich meinen YouTube-Kanal, ab heute möchte ich so viele Leute wie möglich erreichen. Das... Ach du Scheiße. So hat das nicht angefangen. Es hat, gewissermaßen ist das von alleine entstanden, denn ich filme und dokumentiere schon immer, was ich mache. Also es hat, glaube ich, in der 4., 5. Klasse schon angefangen. Schulprojekte, ich habe das gefilmt, habe ein Video zusammengeschnitten, da haben sie in der Schule danach angeschaut. Später dann mit meinen ersten Hobbys, ich war viel mit meiner Band früher unterwegs, auch da gab es schon Videoblogs. Ich habe das aber hauptsächlich eigentlich für uns geschnitten, für die Band. Was nach wie vor in erster Linie für mich. Und das ist auch so eine Sache, wo wenige verstehen, wenn sie mir dann schreiben, oh, das finde ich voll scheiße, was du machst, mach mal was anderes, mach's mal so, dann sage ich so, hey, ich mache das immer noch für mich. Ich meine, ihr seid herzlichst eingeladen, dabei zu sein und zuzugucken, ja, aber... Wenn es einem nicht gefällt, dann er muss nicht zugucken. Also ich meine, ich mache das nicht, um möglichst vielen Leuten zu gefallen. Ich mache das, um das zu machen, worauf ich Bock habe. Ich denke, das ist auch enorm wichtig. Weil wenn du anfängst, Sachen für andere zu machen, dann machst du irgendwas falsch. Aufgabe für euch, findet meine alten Kanäle auf YouTube und schaut mir zu, wie ich mit meiner Band unterwegs war oder wie ich meinem Bruder einen Skiurlaub gemacht habe. Denn auch das habe ich schon hochgeladen. Es hat nur keine Sau angeschaut. Ja? Aber ich bin mir sicher, die gibt's noch. Ich war am Anfang recht überfordert, als dann so viele Leute zugeschaut haben und meine privaten Sachen hier kommentiert haben, was sie davon halten. Aber schlussendlich muss ich sagen, es motiviert mich auch enorm. Also ich merke selbst immer wieder, wie ich jetzt zum Beispiel abends nach der Arbeit mich nochmal aufrappel und hierher komme, weil ich weiß, es ist nicht nur, dass ich es geil finde, was ich hier mache. Ich habe auch ein paar Leute dabei, die gerne sehen wollen, dass das Ding wieder fährt und dass das Ding nächstes Wochenende auf dem Treffen ist. Und ja, deswegen sitze ich jetzt auch hier. Nächstes Wochenende bin ich, wie gesagt, auf einem Treffen und glaubt mir, das ist ziemlich das geilste Treffen, wenn man auf Tiefe und Stand-Karren steht. Mehr erzähle ich dazu noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich habe richtig Bock und deswegen muss das hier fertig werden. So, auf dem Heimweg. Ich habe nicht mehr viel dokumentiert von dem, was ich am Käfer gemacht habe. War nichts Spannendes. Ich habe eigentlich nur noch das Fahrwerk wieder zusammengebaut mit den neuen Hülsen und Adapterplatten, die ich bekommen habe. Es kommt bald was Neues. Ich bin nicht so begeistert. Ist aber wieder ein verdammt langer Abend gewesen. Und ja, ich hätte lieber gleich was Richtiges eingebaut. Hab's aber leider noch nicht da und ich möchte noch aufs Treffen fahren am Samstag, deswegen muss das jetzt erstmal so nochmal halten. Ja, bleibt gespannt. Es gibt auf jeden Fall noch was Neues, was die Hinterachse angeht. Auch das Video zum nächsten Wochenende wird bestimmt mega, weil es werden die geilsten Autos aus ganz Deutschland sich dort treffen. Und ich habe schon richtig Bock, diese Autos zu sehen und sie auch euch zu zeigen. Also das wird bestimmt ein richtig nices Video. Vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen beantworten. Ist das erste Mal gewesen, dass ich so ein Video gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es ist jetzt 1:30. Ich bin gleich daheim. Ab in die Haia, weil morgen geht es wieder zum Arbeiten. Wir sehen uns die Tage. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Polo to the float out. You already know though. No, no. It's Adamville for real. You see a hoe, just take a photo. I'm reppin' ass on photo with a fofo on your bro. Bro, that Jodo thought that he could rob a